So, liebe Leute, Call of Duty 2 geht jetzt los. Und wir machen in der Kampagne weiter. Wir sind bei den Engländern angelangt. Und schön, dass so viele Leute hier mit am Start sind heute Abend, Nacht. Kommen Sie rum, haben Sie Spaß, spielen Sie was, gucken Sie zu, unterhalten Sie sich über Gott und die Welt. Ist auch super. Ich beende immer nach jeder Mission und starte dann weiter und dann startet es immer am Ende der Mission. Ist jetzt nicht so wahnsinnig doof, aber schon komisch. So, das Ende des Anfangs. El Daba, Ägypten. Oh, ich glaube, das war auch die Demo-Mission, die ich mal gespielt habe. Schauen wir mal, ob wir heute mal auf. Also eigentlich haben wir schon alle Sachen mal gehabt hier. Ich würde ja versuchen, für dieses Halbjahr mal auf 100 Leute, die so täglich einschalten, plus minus, zu kommen. Wenn das hinkriegen, habe ich auf jeden Fall mal auch eine Argumentationsgrundlage und ich will jetzt nichts versprechen, zu sagen, dass man vielleicht mal Leute einlädt wie Colin, Wolf, Anne, Bell, Gregor, oder so. Solche Leute, die man aus dem Rocket Beans Dunstkreis kennt und man sagt, hey, habt ihr nicht mal Bock mit dabei zu sein bei Streaming? Diesen schicken, netten Stream, der einfach nur ein paar ganz gechillt sich auf die Couch setzen und man spielt Videospiele und denkt sich nichts dabei. Und die Leute haben Spaß dabei. Ganz unverblümt. Ganz befreit von Vorurteilen oder sonstigen Schwulitäten. Also ich will hier immer sprinten und es geht halt einfach nicht. Diese unendlichen Gegnerwellen sind halt echt ein bisschen ätzend. Und die Granaten. Aber es sieht halt immer noch ganz geil aus. Die Waffenmodelle hauen es halt auch echt raus. Die haben super Texturen bekommen. Mann, jetzt treffe ich den nicht raus. Was habe ich denn als Zweitwaffe? Ah, vielleicht ist die besser. Alter, guckt euch an, wie die da wieder aufkloppen. Ich will dem seine Waffe. Das sieht ganz geil aus. Ganz Schmuck. Seine Waffe fallen gelassen. Was? Ich bin gerade live bei Dosenbeats? Moment. Jetzt raff ich das erst, was ihr hier wollt. Dann schreibt mal hier bei Dosenbeats, wer mich nicht nur tanzen sehen will. Gibt's ja nicht. Versaut Rocket Beans mir jetzt gerade den Stream. Mit 2200 Leuten. Nur weil ich da so gut getanzt habe. Oder so getan habe. Versaut mir das jetzt meinen eigenen Stream. Da säbel ich mir doch mit der rechten Hand die linke ab. Und jetzt sehe ich mich noch nicht einmal. Lug und Betrug. Tanz dagegen an. Tja. So weit kommt's noch. Ich spiele weiter. Geht das jetzt sogar? Ich hab das aber
habe das hier jetzt auf dem Second Screen. Alter, die mit ihren Drecksgranaten. So, wir rennen da jetzt einfach durch. Hat ja doch keinen Zweck. Aua. Oh, die ist aber ganz geil. So, wir gehen hier rein, um zu erfahren, das ist eine sehr kleine Wohnung. Das ist eine Granate gewesen. Wo müssen wir hin? Ist das einer von uns? Gott sei Dank ist es gefühlt. Da gar nicht, glaube ich. Aber Lug und Betrug, dass ich selber den Rocket Beans Kanal einschalte. Auf wen schießt der? Achso. Headshot. Schnell, Deckung geben. Ich muss nachladen. So, gehen wir wieder auf den eigenen Stream. Zu Hause ist es doch am schönsten. Lieber davon, Tommy. Die immer. Keiner Boden! Ich finde übrigens Call of Duty 2 ist ein super Let's Play Spiel. Ich mag es wirklich sehr. Es hat so. Es ist so einfach. Seid ihr zu mir? Ich hätte gerne Munition. Kollegen. Echt ganz geil, die Waffe. I don't want to die. Übrigens wurde mir dieses Spiel gesponsert von Sale. Ich weiß nicht, ob der noch da ist im Chat. Aber der hat mit seiner Spende und seinem Wunsch, dieses Spiel zu spielen, dem dürft ihr verdanken, dass wir das sehen. Und wenn ihr selber sagt, hey, ich habe hier dieses Spiel, das habe ich entweder zu Hause rumliegen, spiel das doch mal, könnt ihr mir das schicken. Oder ihr sagt, hey, hier ist ganz neu rausgekommen. Hier ist ein Zehner. Hol dir das mal und spiel es mal gefälligst durch. Das hier ist das übrigens. Toter britischer Soldat. Kommen wir da hoch? Oder kommen wir da hoch? So. Wir will sie alle niedermähen. Das waren unsere 60 Leute für heute. Ja, ich mach das schnell. Oh, Scheiße. Keine Munition. Wir haben das Zielgebiet markiert. Wir haben unsere Ziele. Angriff wird gestartet. Ende. Angriff wird gestartet. Ende. Hatte keine Munition mehr. Ich werde narrisch. Man muss alles deutsche Gewehr nehmen. Ist auch nicht schlecht. Ich mag das vom Design. Das hat echt mal was anderes wieder. Oh, da ist doch wieder so eins. Schön schweres MG. Alter, was ist da? Ach, tatsächlich, der tanzt. Nee, doch nicht, das ist jetzt hier. Den kann auch gut tanzen. Das ist der eigentlich nicht der Dancing God? Wie witzig der schlägt. So. Jetzt bin ich nicht mehr bei RBTV. Es können aber auch ruhig ein paar herkommen.
So, tritt die Tür auf, Kollege. Nicht mit mir, Kollege. So, jetzt ist aber Schicht im Schacht hier, oder nicht? Los, weiter, weiter ins Verderben. Uiuiui. Das war unerhofft. So, auch das hätten wir geschafft. Ah, da ist sogar noch einer. Du hast dich ja gut versteckt. Bringt dir aber nichts. Haha. So. Wo geht's weiter? Verstehe. Will auch. Super. Oh, und selbst die Umgebung zerstört. Der zerstört. Auf wen wird hier geschossen? Auf wen schießt du? Ich gehe einfach mal weiter und tu so, als wäre der doof. Schön auch mal so enge Gässchen hier zu haben. Das gibt es viel zu selten in diesen Spielen. Enge Gässchen. Hallo, Mister. Okay, hören Sie zu. Wir sind hier fertig. Gut gemacht, Jungs. Er immer mit der Weinflasche. Deswegen lebt er so lang. Nächste Mission. Auf geht's, ab geht's. Libyen 1943. Der britische Crusader feiert sein zweites Dienstjahr in Nordafrika. Der Wüstenkrieg mit Panzern ist für beide Seiten eine Herausforderung. Die Staubwolken, die bei der Fortbewegung und beim Feuern der Geschütze entstehen, sorgen für schlechte Sicht im Kampf. Auch die Navigation ist ein Problem. Die riesige Wüste bietet nur wenig Anhaltspunkte für die Orientierung. Die britischen Crusader, die in der Reichweite den deutschen Panzern unterlegen sind, müssen immer wieder schnell vorstoßen und sich in Schussweite begeben. Eine gefährliche Strategie, die sehr zu wünschen übrig lässt. Gerade hat mir die Statistik gezeigt bei Rocket Beans, dass 3 Leute zugucken. Passt ihr auf! Die Deutschen sind hinter dem nächsten Kampf vor uns. Sie kennen alle das Prozedere. Der Feind hat mehr Reichweite, also nähern wir uns in Keilformation und schlagen zu. Oh, wir dürfen Panzer fahren. Wenn wir nah genug sind, umzingeln Sie die Bastarde und treffen Sie sie von hinten. Leute!
geil. World of Tanks, meine Damen und Herren. Ich habe ganz früh, als ich noch klein war... Nicht feuern, bis wir in Reichweite sind. Zusammenbleiben, Leute. Ein Panzerspiel gespielt mit so schwarzen Panzern. Und man ist so eine Art Wüste mit Pyramiden. Also ganz, ganz einfache Polymodelle. Ich bin getroffen. Folgen Sie dem Panzer, Sir. Bin unter Beschuss. Gespielt. Und das war eigentlich auch total crappy, wenn man das heute spielt. Würde man denken, okay, gratis nehme ich das mal mit. Das war auch kostenlos. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ein richtiges Spiel, also ein richtiges Spiel im Sinne von, ob das halt ein Publisher hat, etc. Aber das war schon interessant. Ziel im Visier. Einer weniger! Panzer von links! Feuer ist kaputt. Schön Panzerkampf hier. Ja, nicht so oft. Feindliches Ziel in Reichweite. Volle Breitseite. Bereit zum Feuer. Ich sehe euch, Bastard, in der Hölle. Danke, Kugel. Gerne doch. Ich habe einen, ich habe einen. Die wurden getroffen. Wir sind getroffen. Panzer direkt voraus. Panzerreichweite. Haben Sie was im Auge, Commander? Noch einer hinter uns. Wir sollten bei den anderen bleiben. Ziel im Visier. Ziel im Visier. Noch eine direkt vor uns. Noch eine zur Linken. Ich muss sagen, ich raff die Panzermechanik. Es ist gefährlich, sich von den anderen Panzern zu entfernen, Sir. Ja, aber es ist auch gefährlich, bei denen zu sein. Was ich von Turok halte, ich habe ein Turok mal gespielt, aber nie sonderlich weit. Ah, da unten sehe ich ja auch, wie ich fahre. Okay. Okay, man fährt immer so leicht mit. Interessant. Turok habe ich ja ehrlich gesagt nichts dagegen. So, das war ja easy. Schön, dass übrigens so viele Leute zugucken. Das gefällt mir gut. Grundsätzlich nie bereit. Hast du gut gemacht! So, der ist doch kaputt, oder? Vorsicht vor dem Schlammgraben! Da könnten Leute mit Panzer.
zu! Und erschossen! Ziel im Visier! Ich sehe euch fast alle in der Hölle! Noch ein Graben! Vorsicht vor Panzerabwehrraketen! Hab ihn! So, was ist denn? Ah, okay. Shit, wir haben geballert. So, das hätten wir geschafft. Nichts mehr. Oder so. Oh, jetzt fahre ich da einfach dagegen, das ist blöd. So, die guten Zeiten sind vorbei. Jetzt schlägt das 2 oder 3. Das ist die falsche Richtung! Wie? Aber... Hä? Wie? Falsche Richtung? Wo wollen Sie hin? Das ist zu den Sternen, dachte ich, soll ich fahren oder nicht oder wie oder was? Wir müssen da hoch. Panzer kommen über den Kamm! Welche Richtung, Fuchsmann? Aus dem Westen! So. So, das machen wir von uns. Gehen Sie in Position und greifen Sie unverzüglich an. Bin unterwegs. Maker One, halten Sie die Position. Maker One, kommen Sie zurück. Alle Einheiten sammeln. Alle Mann und Truppe bewahren. Nehmt das, ihr Bastarde! Wir leiden Verluste! Ruhig, Foxman. Zebra ist unterwegs. Feind von links! Kaputt, Junge. Panzerreichweite! Hab ihn! Noch einer! Direkt voraus! Hat jemand Ziele? Negativ, Sir! Keine Ziele! Ausgezeichnet! Wunderbar, hätten wir das auch geschafft. Verteidigungspositionen einnehmen und Gefangene zusammentreiben. Bonk, jetzt selbst mir sagt das was. So, auch diese Mission hätten wir geschafft, oder? Wunderbar. Unterbrich niemals deinen Feind, während er einen Fehler begeht. Tunesien 1943. Die Alliierten gewinnen an Boden und drängen das Afrika-Korps zur Maret-Linie, einer 35 Kilometer breiten Verteidigungslinie im östlichen Tunesien. Nach dem Verlust seiner Hauptversorgungsbasis in Libyen bereitet sich das Afrika-Korps auf die Verteidigung zu beiden Seiten vor. Es sitzt zwischen den amerikanischen Einheiten im Westen und den Truppen des britischen Commonwealths im Osten fest. Trotz dieses Vorteils müssen die Alliierten Vorsicht walten lassen, da das Gelände einen Vorteil für die Verteidiger darstellt. So was? Tunesien sind wir jetzt, okay. Es bleibt spannend, liebe Leute, es bleibt spannend. Vollkommen unterlegen, na, das ist ja mal die richtige Ansage. So, alles niedergemäht. Sehe ich nichts. So, das ist doch mal angenehm. Nur zielen.
mehr braucht man nicht. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Oh, das ist ein Panzer. Fuck. Und du, Kollege? Alter. Okay. Panzerwagen. Thompson. Wow. Das war dumm. Sehr, sehr dumm. Einfach gar nicht. Das wäre ja müde. Leiden kann. Was soll das dann heißen? Können wir in diesen einsteigen? Er kann es scheinbar. Heiß. Hätten wir das auch verstanden. Alles wieder geballert. Sind wir da, wo wir vorhin waren? Junge, du fährst im Kreis.
MacGregor! Das war's. Wir sind weg hier. Es ist aber auch gefährlich, einen deutschen Panzer zu kapern. Welche Deutschen sind keine da? Achso. Weil dann schießen ja auch die eigenen drauf ein, wenn es schlecht läuft. Wenn die nicht raffen, dass die eigenen Leute da drin sind. So, wunderbar. Shit, das habe ich weich zu forsch. Alter. Alter, jetzt könnte die Fahrt aber auch mal ihr Ende finden. Alter, what the fuck? Jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst kurz. Okay, ja, immer auf die Dächer achten. Alter, was war das denn schon wieder? Das habe ich denn noch nicht so mal gesehen. Ach, das ist doch scheiße. Achso, das soll so. Achtet auf eure Munition und bleibt zusammen! Jungs. Die drei von der Tankstelle, das soll jetzt ein Krieg gewinnen, oder was? Alter. Einfach hier hin. Aber ich muss sagen, was die Kampagne bei weitem nicht so ätzend ist. Sie sind deutlich angenehmer, weil sie nicht ganz so vollgerotzt und vollgestopft mit Gegnern sind. Die Granaten am laufenden Band. Schmeißen. Also es merkt schon, ich glaube auch für viele ist es auch die beste Kampagne. Aber es kommt nicht darauf an, möglichst viele Gegner zu haben, sondern ein ordentliches Pacing zu finden für Gegner. Komme ich nicht durch, schade. Hier unterlegen. Machst du doch alle kaputt? Wir sind hinten durchgebrochen. Wir müssen zurück und unseren Jungs aus der Patsche helfen. Oh nein. Es ist zu spät, MacGregor. Wir müssen diesen Zielpunkt erreichen. Davis! Oh Mann, oh Mann. Oh, was war das? Achso. Ich dachte schon, eine geile Waffe. Die Deutschen immer, wie sie immer von hinten kommen. Der Sammelpunkt liegt direkt vor uns. Hier machen sie uns fertig. Ui. Mehr als vermutet. Oh Mann, diese Einwände mit Granaten zu schmeißen. Sollte auch mehr Granaten schmeißen. Hier, Granate. So. So, das ist doch geschafft, würde ich sagen. Das sind übrigens angenehm kurze Level. Abschnitte. Machen wir uns auf in Richtung Sammelpunkt der Brigade, Jungs. Um die Stadt kümmern wir uns später.
Mission fortsetzen. Boah, jetzt merke ich aber, wie gerade die Konzentration tierisch in den Keller geht. Also verzeiht mir. Was im Auge habe ich auch noch. Boah. Wenn es nicht alles so rumläuft, wie es sollte. Tunesien. Schon gehört, dass Norman zu Hause ist? Der Glückliche hat ein Bein ab. Zumindest kann er die Wüste verlassen. Dün, 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 dün. Oh mein Gott, was war das? Falsch, 88, ja, direkt voraus! Raus aus dem Panzer! Auch westlich von hier! Blockiert das Auto, Digga! Los! Na, dann habe ich Schmerz. Telefonmast! Nordwestlich von hier! Drüben bei diesem Auto! Die Engländer! In der Nähe des LKWs! MG-42! Benutzt eine Rauchgranate! Ich will aber keine Rauchgranate. Deutsche Granate, weg! Du siehst die Radieschen los, eindeutig noch vor dem Kriegsende von unten. Noch ein Fuß los! Immer schön fest dran! Diese Infanterie! Zu unserer Linken! Mann am Boden! Er braucht Hilfe! Er wurde gesehen! Deckung! Das Granaten zurückschmeißen wir hier echt sehr nützlich. Wir wissen schon, warum sie das im nächsten Teil eingeführt haben. Alter, was wir alles müssen, das artet ja richtig in Arbeit aus. Ihr seid doch mehr als gedacht. Mhm. Alter, ihr seid aber auch unfähig. Da stehen zwei Leute von mir und die kriegen... Schießen alle an diesem einen Tipp vorbei. Oben im obersten Stock. Auf der linken Seite. Granate. Los, weg da. Gut so. Immer schön festnageln. Immer schön festnageln. Feindliche Truppen. Oben im obersten Stock. Links. Reicht das schnell. Alter! Macht's halt einfach nicht. Boah, bis mich doch anwächst. Wo kommt der jetzt her? Feindliche Infanterie! Oben im obersten Stock! Auf der linken Seite! Zu unserer Linken! Vorsicht! Granate! Cover! Braucht Deckung! Lade nach!
So, können wir die Scheiße aufsprengen. Aha. Machen wir halt leider Action. Ach, Julian, du bist auch wieder am Start. Ich dachte, du schläfst schon. Oder hast wahrscheinlich geschlafen. Du bist wieder da, ne? Aber wir machen nicht mehr so lange. Die Augen fangen langsam an zu rebellieren. Was gibt's denn jetzt hier? Hier runter? Hier runter. Die gucken mich alle so erwartungsvoll an. Feindliche Infanterie! Im Erdgeschoss! Auf die Britzen, Truppenfeuer! Deutsche Truppen! Erdgeschoss! Feuer eröffnen! Schmeißen wir Granaten! Ihrem Telefonmast. Es ist alles beim Telefonmast. Warum brauchen wir so viele Telefonmasten? Sonst kann sich hier ja keiner mehr orientieren. Alter. Alter, wie viele das halt auch sind. Und immer schmeißen sie ihre Drecks-Kackgranaten. Können sie sich die nicht mal... Up in your ass. Ja, es sind am Telefonmast Granaten zu finden, zufällig. Eine. Ja, beim Telefonmast. Was ist da? Ein Telefonmast? Gerade egal. Zum Kotzen! Zum Kotzen! Ich hasse diese Stelle. Sprüche großer Lyrik. Zum Beispiel, du siehst die Radieschen definitiv vor Kriegsende noch von unten und Telefonmast. Beim Telefonmast. Nie die Präposition vergessen. So. Den nicht überlebt, ha? Huh? Ist halt einfach mal drauf gegangen. Ich geh jetzt einfach durch. Sonst wird es halt nichts mehr. Oh Mann. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein Spiel, was echt super ist für Let's Plays irgendwie. Auch ich habe mir tatsächlich meinen ersten Teil... Alter! Alter, ich renne hier wieder in die Scheiße. Ja, beim Telefonmast sind Engländer, Deutsche, alle sind beim Telefonmast und Nutten. So. Sind auch eher vom
Leiden erlöst sein. Warte. So. Das habe ich auch nicht mehr für Munition. Einfach zu viele Gegner sind. Guckt ihr das an? Wir kommen auch unendlich. Oh, leck mich doch am Fußpilz! Fickt euch mit euren Kackgranaten! Schmeißt auch nicht einer, schmeißt einfach alle. Englische Truppen bei den Vorratskisten zu unserer Linken. Vorsicht! Mann am Boden! Köhler, in Deckung! So, haben wir es jetzt. Britische Infanterie! Deutsche da draußen! Links von uns! Angriff! 88! Schalte das Team aus! Einer weniger! Britische Infanterie! In der Nähe dieser Kisten! Wir haben die Deutschen aus! Beim Telefonmast! Einen hat er nicht! Beim Telefonmast! Beim heiligen Telefonmast! Guckt euch das an! Alter! Englische Truppen! Feuer auf die Truppen! Feind am Boden! Nah rein hier bleiben! Sicher das 88er! Deutsche! Mein 88er! Hier ist der Kurs! Sie haben ihn! Brauche Deckung bei Kampf! Wir müssen das hier ohne jede Hilfe von Panzern schaffen, Jungs! Ja. Alter, guckt euch das an. Drei Granaten. Synchron geschmissen. Hier. Hier ist der Feind. Schießt auf ihn. Sie schmeißen schon wieder mit ihren Kackgranaten. Ja, und euch hat man nichts davon gesagt, dass man auf den Gegner schießt, anstatt dumme Sprüche zu machen. Immer dieses Gelaber. Vor allem kaum. Das ist wie eine Hydra. Du schießt einen kaputt, kommen zwei neue. Guckt euch das an. Ich war schon wieder einfach nur schnell. Ich hab so das Gefühl, das ist die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Und das ist der einzige Weg. Wo kommt ihr hier raus? Hier ist ein paar Deutsche verschanzen sich in der Moschee. In der Moschee. Auf in die Moschee.
währenddessen Schlangen noch ein bisschen. Alter. Also er hat gerade 3 Kopfschüsse überlebt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es sind die Briten. Der gefällt mir. Nicht schon ausruhen. Sichert den Bereich. Wir müssen uns auf Gegenangriffe vorbereiten. Wie Gegenangriffe? Nix gibt's. Leute, macht sie nieder. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, wie passt da denn nicht noch geschlagen? Nicht nachlassen. Ich würde sagen, das haben wir geschafft. Sagt eurem Chef, die 7. Panzerdivision hat euch besiegt. Kommt bald wieder, ihr Deutschen. Wir warten dann schon auf euch. War der letzte Krautfresser, was, Davis? Was ist das für ein Spiel? Alter, es geht noch weiter. Nee, Leute, wir machen Schluss. Das gibt's ja nicht. 2.14 Uhr. Ich entlasse euch in den Feierabend. Beziehungsweise ich entlasse mich in meinen Feierabend. Das ist das Schöne. Wenn man nicht arbeiten muss. Ah! Die drücken auch echt gerade ein bisschen auf die Ohren. Ich habe schon bequemere Kopfhörer gehabt. Ja. So. Liebe Leute. Das war wieder ein schöner Abend. 3 Stunden haben wir gespielt. Circa. Ist gar nicht so viel. Aber das soll es jetzt erstmal. Zock online, Jan. Na, ihr seid witzig. Da spielt doch keiner mehr online. Oder doch. Und online werde ich das ganz bestimmt nicht spielen, weil das werden nur noch die Cracks spielen. Und ich bin kein Crack, ich bin nur ein armer kleiner Casual-Shooter-Spieler, der euch ein bisschen unterhalten will. Deswegen würde ich sagen, das war's von Call of Duty 2 für diesen Tag. Wir werden das weiterspielen, wir werden das durchspielen. Wer die ersten 3-4 Teile verpasst hat, geht jetzt auf YouTube. Unter Streaming könnt ihr euch da nochmal alles reinziehen und noch viele, viele weitere Livestreams oder geht auf Game Inc. Guckt auch mal bei Reddit vorbei und so weiter. Guckt einfach mal euch die ganzen Teile hier an. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Alle, die jetzt erst dazugekommen sind, es tut mir leid, aber man muss auch mal schlafen. Und man muss auch Eis laufen. Und man muss Musik schneiden. Das sind alles Dinge, die ich morgen an diesem schönen Sonntag noch zu tun haben werde. Ich freue mich nicht drauf, aber worauf ich mich freue, ist auf unseren nächsten Stream. Guckt auf Twitter gerne vorbei, gebt mir da einfach ein Follow, dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wann ich hier wieder anfange zu streamen, um welche Uhrzeit genau. Wir peilen mal vielleicht mal so gegen 22 Uhr an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, gute Nacht und bis auf dann.